Servus! Endlich mal wieder ein Radvideo von mir. Ich bin gerade unterwegs an den Nürburgring und dort findet dieses Wochenende das legendäre Rad am Ring statt. Ich bin unterwegs mit Dextro Energy und fahre in einer Viererstaffel das 24-Stunden-Rennen und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Ich will mir selbst keine Angst machen, aber ich habe festgestellt, ich bin jetzt da 1 Monat und 3 Tage kein Rennrad mehr gefahren. Und ja, dann gleich so ein Schinken, aber so ist halt das Leben. In letzter Zeit war das Laufen sehr dominant, also ich bin unter anderem Ultramarathon gelaufen und so weiter. Und ja, irgendwie war da keine Zeit zum Radfahren, also auch kein Mountainbike oder so. Schauen wir mal, ob das klappt ohne Stützräder. Das Warm-up im Sonnenuntergang macht definitiv Lust auf mehr. Mein erster Staffelkollege ist auch schon mit dabei, der Dali. Und morgen kann es endlich losgehen. Bald geht's los. Manu macht wieder den Anfang, steht schon vorne im Starterfeld. Und ja, ich darf dann als Zweites, aber den Start schaue ich mir natürlich erstmal an. Und ja, freue mich dann schon auf den Rest. Moment und die bekomme ich sogar, wenn ich nicht selber im Start stehe. Aber für mich geht es ja gleich los. Ich laufe jetzt dazu zum Fahrerlager vor, wechsle die Schuhe und dann kommt der Manu wahrscheinlich auch schon bald. Und ja, dann geht es für mich auf die Strecke. Und dann geht es schneller, wie man denkt. Ich dachte, ich hätte noch 10 Minuten. Jetzt habe ich mal in die App geschaut. Wir können uns gegenseitig folgen. Der müsste schon fast da sein. Das heißt, ich stelle mich bereit. Irgendwo dort fährt er ein. Und wenn wir das richtig cool hinbekommen, dann übergeben wir uns den Transponder während der Fahrt. Und es geht direkt in schnell weiter, hoffentlich. Scheiße, die Luft steht total teilweise. Wir haben über 30 Grad heute. Und ja, die Kamera wollte zwischendurch gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob das da dran lag. Aber die erste Runde ist geschafft. Es hat mega Spaß gemacht. Jetzt nutze ich erstmal unser coolstes Utensil, wo wir da haben. Spannender Moment des nächsten Wechsels. Man weiß ja nie genau, wann die Leute um die Ecke kommen. Aber irgendwo da müsste er bald kommen. Das ist der Dali und dann darf der Dirk los. Gib Gas, Dirk! Jetzt noch nicht. Dirk! Dirk, weiter so! Ich glaube, viel interessanter wie der Wechsel ist, sind die ersten Worte vom Dali. Passt mal auf. Yeah! Und wie war's? Déjà vu! Ne, beim letzten Mal sahst du schlimmer aus, wo ich dich nach der ersten Runde gefilmt habe. Die Hitze bringt einen um. Es ist echt brutal heute. Da muss einer vorhin während dem Fahren gekotzt haben. Ich habe einen gesehen, der über die Leitplanke hing. Also im wahrsten Sinne des Wortes, die Leute kotzen heute. Ja, wahrscheinlich.
und ich stehe bereit für Runde 2. Da müsste er jeden Moment wieder kommen. Bin mal gespannt, vorhin habe ich meinen Einsatz fast verpasst, aber ich habe es dann doch noch rechtzeitig aufs Pedal geschafft. Mal gucken, ob es diesmal besser klappt. Bilderbuch klappt es bei uns. Hau rein! Ich habe die Ehre, heute in den Sonnenuntergang zu reiten. Ja, aber habe dann auch meine erste Nachtetappe quasi, weil ich fahre 2 Runden nacheinander. So machen wir das die Nacht durch, dass die Pause einfach ein bisschen länger wird und wir dann so ein bisschen schlafen können, wenigstens mal 4 Stunden oder so. Ja, Manu, die Rakete ist fast schon wieder im Anflug. Das heißt, ich muss meine Kamera jetzt schnell mein Licht hier hab und sonst funktioniert das alles nicht.
viel Spaß. Danke. Und es war nicht schön tatsächlich. Die erste Runde war echt noch gut, aber die zweite irgendwie, ich hatte es mit der Lampe noch nie vorher ausprobiert und habe mir halt eigentlich nur den Vorderreifen angeleuchtet. Und naja, man konnte auf der Abfahrt nicht schnell fahren, ich habe auch hoch zu nichts gesehen und dann hat auch die Kraft ein bisschen nachgelassen. Also die zweite Runde hat mich echt mal ganz schön runtergezogen, die erste war echt noch schön. Aber naja, jetzt habe ich erstmal so knapp 6 Stunden Pause und dann geht es wieder weiter und zwar fit. Noch nichts los hier, 5.20 Uhr, das war gerade nur mal einer von den 24-Stunden-Fahrern drin. Und ansonsten, ja, in 10 Minuten ungefähr geht es für mich wieder los. Und es ist zum Glück echt schon wieder hell, das heißt, ich kann ohne Licht fahren und hoffentlich auch wieder schneller. Die letzte Runde bin ich echt ganz schön abgekackt, aber muss sagen, ich habe zum Glück Lust. Ich hatte Angst, das nimmt es mir ein bisschen raus vielleicht, aber nee, überhaupt nicht der Fall. Knapp 4 Stunden geschlafen und ich habe Bock, wieder Gas zu geben. Bleibt auch so. Ja, da spare ich mir wenigstens mal den Einsatz von dem Schlauch hier. Das Ende von meinem Video und ich hoffe, es kam rüber, was wir für ein geniales Wochenende hatten. Es war hart. Das auf jeden Fall. Wir hatten Hitze, wir hatten Gewitter, wir hatten eine nasse Fahrbahn, wir hatten diverse Umstände. Ich habe fast nichts gesehen in meiner Nachtrunde und. Aber es war trotzdem so genial, kaum in Worte zu fassen. Und ich hoffe, es kam so halbwegs rüber, wie genial es war. Wenn ja, dann habt ihr wahrscheinlich gerade ein sehr gutes Video gesehen. Wenn dem so war, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!